Hi Freunde, Hubertus hier von Fishing King. In diesem Video, in diesem Vlog vielmehr gesagt, möchte ich euch heute mal mitnehmen in unsere Angel AG. Und zwar haben wir mit dem Geschwister-Scholl-Gymnasium hier in Köln-Pulheim eine Angel-AG gestartet vor 2 Monaten. Und heute ist der vorletzte Tag. Heute mache ich die Kids noch einmal auf den morgigen Tag, werde ich die nochmal vorbereiten, weil morgen fahren wir zusammen an den See. Morgen kriegen die sogar das Ganze vom Unterricht ein bisschen freigestellt, weil wir eh fast vorletzten Tag vor den Ferien haben. Die Noten sind eh schon durch, also kriegen die den Tag freigestellt und wir fahren zusammen mit denen an den See und werden gemeinsam angeln gehen. Also das, was die letzten 2 Monate gelernt haben, werden wir morgen in die Praxis umsetzen. Die sind schon super heiß, die Kids. Es macht super Spaß, es ist super süß. Wie gesagt, die sind alle so zwischen 11 und 13 Jahren. Wir können das machen, indem wir das Ganze mit über den Landesfischereiverband Westfalen-Lippe organisiert haben. Ein sogenanntes Schnupperangeln, was über den Verband angemeldet werden muss. Das geht seit dem 01.01.2016. Darf man das machen? Wie gesagt, wir sind dort ja auch Mitglied, sind zertifiziert durch den Landesfischereiverband und das Ganze läuft so unter der Aufsicht. Und deswegen dürfen wir mit den Kids morgen auch angeln gehen, obwohl die noch keinen Angelschein haben. Das würde aber auch morgen eine Überraschung sein. Die Kiddies kriegen von uns alle einen Gutschein für einen Angelscheinkurs bei uns, für einen Online-Kurs oder einen normalen Kurs. Wenn die alt genug sind, nämlich ab 13 Jahren, dürfen Kinder ja hier in NRW auch einen Angelschein machen, dürfen die den kostenlos bei uns machen. Und weil ich finde es einfach cool, das ist eine Herzensangelegenheit. Mir wurde damals auch geholfen, als ich noch ein kleiner Junge war. Das war bei mir sogar noch ein bisschen früher. Mit 7, 8 Jahren habe ich angefangen zu angeln. Und ich hatte damals auch ein paar ältere Leute, die mir am Forellensee damals geholfen hatten, mich unter die ihre Fittiche und so gesehen genommen haben und mir alles gezeigt haben. Und so ist es immer cool, wenn man sowas zurückgeben kann. Auch schon im jungen Alter kann man ja schon Sachen zurückgeben durch solche Aktionen. Also genug gelabert. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg dorthin. Und im Nachfolgenden kriegt ihr einfach mal so ein paar Einblicke aus dem oder Zusammenschnitt aus der Angel AG, aus dem Unterricht und aus dem Angeln mit den Kids. Seht ihr mal, wie süß die sind und wie gut die auch schon sind. Und vor allem sind die echt wahnsinnig lernfähig. Unglaublich. Also, bis später. Das ist der David. Ich habe euch schon auf der Fahrt vom David erzählt. Das ist der krasse Lehrer, der hier die ganze Sache organisiert hat. Der hat bei uns letztes Jahr einen Angelschein gemacht und fand den Kurs bei uns total beschissen. Meinte, boah, das war voll tief. Das geht besser, habe ich einfach gesagt. Das geht besser, ne? Meinst du richtig? Und dann bin ich mit ins Boot gekommen. Ne? So, und dann hat er gesagt, okay, ich helfe euch jetzt mal, aber wir fangen jetzt erstmal an mit einer Angel AG. Ja. Spaß, Leute, der war begeistert von unserem Kurs. Oder wie fandst du unseren Kurs? Ja, gut. Ach, komm jetzt auf. Nee, war wirklich klasse. Mal viel gelernt, coole Jungs dabei. Der Hubi ist dabei, der Peter, der hat mich besonders beeindruckt, der alte Fliegenfischer. Das muss ja jetzt kein Feedback-Video werden. Nein, mehr brauchen wir nicht. Ich grüße alle meine Leute, meine Eltern, Mama, Papa und meine Geschwister. So, jetzt sind wir mit den Kids draußen am Schulhof, haben gerade nochmal die Wurftechnik trainiert. Das zeigen wir jetzt nochmal, werden das nochmal durchgehen. Und vor allem müssen die jetzt wissen, wie man morgen dann auch wirklich nach dem Auswurf, wie man dann weitermacht, wie man die Schnur gespannt aufzieht, wie man dann den Köder einkurbelt und was man macht, wenn man dann den Biss hat. Weil da fallen ja auch die meisten normalen Angler haben da die meisten Fehlbisse. Und das zeigen wir jetzt mal kurz. Also, so, du kommst wieder dazu. Schaut mal hier, ganz wichtig, wenn es jetzt hier erruppt an der Rute, schaut mal, ihr seht das jetzt gleich, die Schnur ist erst locker. So, jetzt schaut mal an die Spitze, was machen wir dann? Zack, es ruckt. Ganz schnell einen Bügel aufmachen, ihr müsst dann, weil dann ist ja der Moment, wo der Fisch anbeißt. Da müsst ihr ganz schnell reagieren, kurz aufmachen, kurz laufen lassen, 1, 2, 3, klappt wieder zu. Dann geht ihr mit der Rute links, wenn es dann wieder zieht, so wie jetzt, schaut mal hier an die Spitze. Ich spüre das ja, wenn es dann wieder zieht, dann setzt ihr einen Anhieb. Ja? So, hier ist das jetzt davon abgegangen, weil der Knoten schon beschädigt war. Deswegen ist es auch wichtig, dass die Knoten wirklich gut halten. Jetzt seht ihr das, ja? Ansonsten reißt das ab und der Fisch hat einen Haken im Mund. So, aber so in etwa müsst ihr den Anhieb setzen. Und dann geht der Drill los und dann müsst ihr die Rute hochhalten. Ja? Nein, das war nicht der Knoten, das war die Schnur. Ja, weil die Schnur beschädigt war. Ja, weil die vorher weil du den Baum geworfen hast, genau. Okay. Und deswegen immer, wenn man den Baum geworfen hat, danach erstmal die Schnur kontrollieren, ob da Reste drin sind. Sam, kriegst du morgen eine Forelle? Ja, das ist voll der Schweiß. Denn? Was war der Fehler? Welchen Merksatz haben wir? Nicht in den Baumwerk. Wer den Fisch kennt, der fängt. Yes, das ist es. High five. Perfekt. Wir haben heute den letzten Theorietag, wir haben eben nochmal Auswerfen geübt, wir haben die Köder besprochen, wir bauen gleich nochmal die Montagen auf und morgen fahren wir ans Wasser. Ja? Ihr seid schon richtig heiß, oder? Ja!
Und wenn wir eines gelernt haben, ja, oder wenn ihr eins gelernt habt, wann, was ist es dann? Wer den Fisch kennt, der fängt! Yeah! Guten Morgen, Freunde. Der erste Kaffee des Tages. Das heißt, ich bin kurz vor der Forellenseeanlage. Die Kids kommen auch gleich, so in einer Viertelstunde, 20 Minuten. Und ich baue jetzt schon mal ein paar Kleinigkeiten auf, mache ein paar Plätze. Wir verteilen die Kids nachher rund um den See. Ja, und dann startet heute der erste Praxistag am Wasser für die meisten Kids der Angel AG aus dem Geschwister-Scholl-Gymnasium hier in Köln. Und ich bin gespannt, mal sehen, wie die sich so schlagen werden, ob das Training der letzten 2 Monate, die Ausbildung, was gebracht hat. Und das Ganze natürlich unter Begleitung von 6 Erwachsenen. Also jedes Kind hat auch immer einen Erwachsenen mit dabei, ein paar aus dem Trainerteam mit dabei. Der Piet kommt auch gleich, die sind mit einem anderen Auto unterwegs. Und dass da auch nichts schief gehen kann. Ich bin mal gespannt. Also, bis gleich. So, ich bin da. Ich steige jetzt mal aus, zeige euch mal kurz. Schlüssel rausholen. Zündung ist eingeschaltet. Ich zeige euch mal, wie das hier aussieht. Ihr seht schon mal, sehr, sehr schick. Schön Natur. Das liebe ich hier an der Anlage. Es ist halt ringsherum Felder und Wald. Hier natürlich Wege zu den Teichanlagen. Es ist natürlich schön, dass man hier mit dem Auto direkt ranfahren kann, wenn man möchte. Muss man aber nicht. Und jetzt sind das hier die ganzen Teiche. Hinten haben wir den großen See, hier das ist der kleine Teich. Hier sind wir mit den Kids heute, weil, schaut euch das mal an, das ist perfekt. Das reicht wunderbar aus hier, um mit den Kids hier zu angeln. Auf jeder Seite können 4 Kids, da unten können noch 2 und dann passt das perfekt. Jetzt baue ich schon mal hier so ein bisschen auf. Die Kids kommen gleich in den nächsten 15 Minuten und dann geht es jetzt gleich hier auch los. So, der Hubi hat hier seinen ersten Fisch. Henry, noch nicht fächern. Henry, wenn einer einen Fisch dran hat, dass der andere aufpasst, dass das nicht da reingeht. So, und es fächert immer nur derjenige, der hier am Platz ist. Komm mal her, Henry, am besten, weil mit dem Fächer kann man die Fische sonst auch abhaken. Rute hoch, Fisch kurz ausdrillen, ne? Nicht zu hart ranziehen, auch nicht, wenn der an der Oberfläche ist, weiterziehen, sonst zieht ihr den Haken aus dem Mund oder die Schnur reißt. Wenn er so seitlich jetzt liegt und derjenige, der kechert, kann man ein bisschen zurücknehmen, kechert, ihr führt den Fisch in den Kecher, nicht der Kecher zum Fisch. So, dann zieht ihr den langsam so rein. Der Henry hat auch seinen nächsten Fisch, sehr gut, zum Drill. Super, ich komme sofort, sehr gut. Jetzt läuft sie aber richtig gut. Zack, sehr gut. Yippie, mein 4. So, wie läuft es bei dir? Wie viele Fische hast du schon? 2. Also mehr als der Kunga, ne? Du hast schon mehr Forellen gefangen als Kunga, ne? Ja. So, womit angelst du gerade? Was hast du? Hast du einen? Ach, schnell, super. Hier, live bis Leute, vom Sam. Das müssen wir jetzt mal schnell aufnehmen. Klasse, super reagiert. Ist er noch dran? Schnell ziehen, schnell ziehen. Ich hab den Klasse. Genau. Sehr alter Angler. Super, schön, schön halten. Klasse, da ist die Forelle. Toll. Du warst aber müde. Schön. Sam, jetzt haben wir müde gemacht. Klasse. Toll, Sam. Die versorgen wir jetzt mal schnell, ne? Ja. Super. Und dann machen wir gleich weiter. Auch sehr gut. Ja. Wie viele Fische hast du schon? Ich habe schon 4 Fische gefangen und hoffe jetzt natürlich auch schon auf den 5. Aber irgendwie sind die jetzt auch schlauer geworden und beißen nicht mehr so an. Okay. Die beißen halt nicht mehr so stark. Und worauf hast du die gefangen? Ich habe die mit einer Pose gefangen und Bienenmaden. Sehr gut. Und dann habe ich die halt meistens so in die Mitte geworfen, die Pose. Und dann irgendwie nach 30 Sekunden war da halt auch schon einer dran. Mhm. Das ging halt ziemlich schnell, aber jetzt... Vorsichtig, Hanna, beim Auswurf. Aber jetzt ist da gar nichts mehr. Okay. Aber wahrscheinlich sind jetzt auch klüger geworden und haben immer noch Hunger und beißen trotzdem nochmal. Ja, am Anfang beißen sie immer stark, ne, und schnell und viel. Und jetzt werden die Fische vorsichtiger, weil jetzt schon ein bisschen was gesehen haben. Aber 4 Stück, ne, da habe ich in meiner Familie einen. Für mich, für meinen Vater, meinen Bruder und meine Mutter. Da gibt es ein schönes Festessen, ne? Jetzt hätte ich natürlich nochmal
nochmal zwei Stück, dann hätte ich nämlich nochmal einen für meinen Opa und meine Oma. Perfekt. Können wir so ein Essen machen. Sehr gut. Das wäre natürlich schön. Dann gucken wir mal, ob wir das hinkriegen, ne? Oder? Nicht jetzt nicht zu viel pumpen. So, kommt der Keschermeister. Sehr gut, schön ruhig. Super. Super. Route leicht hoch, nicht zu weit runter gehen, Route hoch. Aber nicht Fisch im Wasser. Ganz ruhig. Halte, halt, warte. Warte. Sehr gut. Route hochhalten, ganz ruhig. Nicht bewegen dabei. Bleib mal stehen. So ist schön. Super. Ja. Klasse. Schön gemacht. Super. So, der Sam hat jetzt. Zeig mal, was du gefangen hast. Was ist das? Bachforelle. Ah, oder? Was ist er? Die andere? Haben wir gelernt? Guck dir mal an. Regenbogen. Sehr gut, Regenbogenforelle. Super. Wo drauf hast du die gefangen? Powerbait. Powerbait? Ja. Beim Einziehen, ne? Mhm. Hast du gut gemacht. Super. Hast du heute auch schon einen auf Twister gefangen oder alle auf Powerbait? Alle auf Powerbait. Super, flosse. Gut gemacht. Was wird hier gemacht? Neuen Twister drauf und auf den Twister kommt eine Made, ne? Ja. Sehr gut. Nein. Ach, Wirbel heißt das, ne? Ihr fischt, womit fischt ihr? Mit dem Wirbel, ne? Hab ich eben gehört. Habe ich eben gehört, nein, ne? Beim Manuel. Ne? Drauf. Hier kommen zwei Maden drauf. Zwei Maden drauf, ja. Sorry. Weil wir wollen zwei Fische gleichzeitig fangen. Okay. Ja. Ja. Wie läuft's bei dir? Das ist übrigens hier am Ganz Start. Gut, ne? Zwei Fische schon gefangen. Sehr schön. Habt ihr schon was gekriegt? Ich habe gar nichts. Okay, das kriegen wir jetzt hin, ne? Ach, Handschuhe hast du an. Willst du einen ausnehmen oder was? Hallo, Handschuhe angezogen. Warum? Einfach wegen dem Schutz, wegen dem Powerbait zum Schutz, ne? Skalpell. Okay. Oder hast du gleich noch eine OP? Nein. Nehmen wir die Fische eigentlich aus? Zu Hause. Ich zeige euch gleich mal, wie das geht. Aber dann zu Hause im Wohnzimmer auf der Couch. Im GSG. Oder? Wo würdest du das vorschlagen, Stefan? Immer zu Hause Wohnzimmer. Wohnzimmer, ne? Oder im Schlafzimmer der Eltern, das ist richtig gut. Und? Nee, jetzt mal ehrlich, da wo ist meistens machen wir so das? Ja, die Innereien dann in die Bettritze reinstecken. Was machst du jetzt? Bertus? Jetzt gleich hier. Können Sie mir dieses Spray noch geben? Ja, Spray, aha. Ja. Ein Sprayer. Jo. Hier, Cheater. Einmal einsprayen. Ich kann das, ich habe so einen großen Wurstbrush ausgenommen. Und da ist ordentlich was. Hat der Hubi eigentlich eine Made vor den Warte mal gerade, das ist auch ein geiles Parfüm. Der Hubi hat eine Made in der Kamera hängen. Nee, komm, das ist auch ein geiles Parfüm. Da, komm mal gerade her. Das ist wirklich eine in der Kamera hängen. Was? Hey, nicht ich, nicht. Du hast eine Made, du hast eine Made auf der Linse. Du hast eine Made auf der Linse. Ist egal. Ja, schön am Drillen, Route hoch, genau, schön langsam, super. Hier. Toll. Du hast den Kopf hoch, Kopf. Schön. Toll. Der Henry ist gut am Keschern. Das Teamwork hier. Toll. So, herrlich, siehst du? Schön. Flosse. Erster Fisch. Sehr gut. Gut gemacht. Zeig mal deinen ersten Fisch hier. So, gib mal Küsschen. Genau, jetzt mal ein kleines Küsschen. So, zeig mal den Köder, Henry. Den Köder. Der wäre jetzt weg gewesen, hätte ich den nicht festgehalten. Ne? Ja, das darf man auch nicht so nah am Wasser machen. Ein Selfie. Zack, für den Kunga. Ne? Jetzt hast du schon eine Forelle mehr als Kunga, oder? Weil der hat noch gar keine gefangen. Wie fühlt sich der Fisch an? Oh, eklig. Aber normalerweise müsst ihr, wenn ihr über 10 Jahre seid, entweder einen Jugendfischereischein haben, den könnt ihr euch einfach beim Amt beantragen, dann könnt ihr mit euren Eltern oder jemandem, der einen Angelschein hat, könnt ihr nochmal hier hinfahren. Ja? Oder aber ihr dürft, wenn ihr 13 Jahre alt seid, das ist ja nicht mehr lang, ja? Dann dürft ihr auch selber einen Angelschein machen. Dann dürft ihr immer angeln, ja? Wie ihr wollt, wo ihr wollt, wann ihr wollt. Und als kleine Überraschung kriegt jeder jetzt noch einen Gutschein hier. Für einen Kurs zum Angelschein bei uns, den könnt ihr dann einlösen, wenn ihr soweit seid. Wenn ihr Lust habt, das ist komplett frei. Und das könnt ihr einfach im Internet eingeben. Genau, das ist halt genau für unseren Fishing King Online-Kurs zum Angelschein. Das heißt, wir können jetzt mit diesem Gutschein bei Ihnen bei Fishing King einen. Ihr müsst aber erst 13 sein. Wenn ihr 13 seid und dann haben wir quasi einen. Dann habt ihr den Angelschein. Okay. Also. Ja, wir haben. Aber dann müssen wir noch so eine Praxis machen, oder? Da gibt es dann auch einen Praxisteil. Das ist natürlich wesentlich mehr, was ich da. Dankeschön, Hubertus! Hat euch die Angel AG Spaß gemacht? Ja!